Detektiv Conan, Kapitel 1090. Freunde, was für ein Kapitel, was für ein Banger, was ein Auftritt von Renya Karasuma. Leute, dieses Kapitel hat wohl wirklich das Fandom wieder durchgerüttet. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren zu dem Gespräch zwischen Muga und Kuroda, zu der Heiji Momiji-Szene und ganz besonders natürlich zu dem Auftritt von Renya Karasuma. Eure Gedanken, eure Theorien, haut sie unten rein. Checkt natürlich auch gerne den Podcast ab, den der werte Alex und ich aufgenommen haben, findet ihr auf seinem Kanal und vergesst dem Video nicht, einen Daumen nach oben dazulassen, wenn es euch gefällt. Wir starten jetzt rein mit meiner Review zu Detektiv Conan Kapitel 1090. Normalerweise würde ich jetzt natürlich noch über den Fall reden, wer jetzt der Mörder war und so weiter, doch Leute, dieses Kapitel ist sehr besonders. In diesem Kapitel passieren so wichtige, so spannende, interessante Dinge, deswegen fokussieren wir uns jetzt mal auf diese Momente und lassen den Fall mal außen vor. Zunächst möchte ich über die witzige Szene sprechen rund um Momiji und Heiji. Dieser Kussversuch von Momiji, der glücklicherweise schief gegangen ist. Leute, der Moment, Momiji möchte Heiji beim Pizzaschneiden helfen, als ob das Heiji nicht alleine hinkriegen würde. Dann hält sie das Messer auch noch falsch, stolpert und landet natürlich ausgerechnet auf Heiji drauf, der sofort natürlich auch sie auffängt. Dabei allerdings an eine sehr, sehr kritische Stelle fast, sagen wir mal. Und naja, das sorgt dafür, dass Momiji alles auf Rot setzt und Heiji küssen möchte. Was natürlich glücklicherweise von Conan unterbrochen wird. Heiji wird von seinem Freund aus dieser Situation gerettet. Für mich aber wirklich sehr witziger Moment, sehr cool zu Ende gebracht. Hat mich sehr gefreut, das zu lesen. Ohne Witz, ich finde das einfach extrem witzig, dass wir diesen Heiji-Romance-Kram einfach jetzt immer noch haben, wenn parallel Karasuma, der Boss der schwarzen Organisation, einfach an uns vorbeifährt. Sehr, sehr interessant. Mal schauen, wo das noch drauf hinausläuft. Ich bete, dass diese Liebesstory endlich mal ein Happy End findet für Heiji und Kasu. Kommen wir damit zu dem wohl interessantesten Teil des Kapitels, der mich selber auch wirklich überrascht hat, denn wir kommen zur Konversation zwischen Kuroda und Muga. Das ist ja so das, auf das wir gewartet haben, spätestens seit den Spoilern zu Detektiv Conan Kapitel 1088, und es ist wirklich sehr interessant, was sie hier sagen, sehr, sehr interessant, wie sie hier so miteinander interagieren, denn wir haben den werten Muga, der wieder durch die Gegend schaut, die Gegend observiert, was er schon im vorherigen Kapitel getan hat, und diese Gewohnheit fällt jemandem auf, jemandem, der aus dem Haus herauskommt und eben dort auf Muga an der Straße trifft, nämlich Hiyue Kuroda. Und die beiden unterhalten sich hier eben über ihre Gewohnheiten. Kuroda vermerkt hier nämlich die Gewohnheit von Muga, dass er sich immer so umschaut, dieses Inspecting, dass er das immer macht, wohingegen Muga die Gewohnheit von Kuroda eben hier hervorhebt, dass dieser die Gegend observieren bzw. zu schauen, ob einem jemand folgt, eben als Inspecting bezeichnet, und Kuroda erweitert das Ganze eben noch, dass er eben ja immer noch die Gewohnheit hat, dass er das Verscheuchen von Stalkern als Desinfizieren bezeichnet. Und wie Kuroda hier auftaucht, wie er hier auf Muga zugeht, ist sehr, sehr interessant, denn wir haben nicht nur dieses Gespräch der beiden über Gewohnheiten, was natürlich darauf andeutet, dass die beiden sich kennen, dass sie eine Vergangenheit haben. Nein, Kuroda nennt Muga bei einem anderen Namen. Er nennt ihn nämlich Sakakibara oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Sakakibara, wie auch immer. Auf jeden Fall sehr interessant, und Muga mag es nicht, dass Kuroda ihn bei diesem Namen nennt, denn dieser Name war mal sein Alias, also quasi eine Art Codename, als er undercover war in der Vergangenheit, und er möchte nicht daran erinnert werden, weil sonst alte Erinnerungen hochkommen und er dadurch traurig wird. Was könnte das wohl bedeuten? Wo war denn Muga undercover unterwegs, was natürlich auch mit Kuroda in einer Verbindung steht? Gehören die beiden, beziehungsweise natürlich vor allem Muga, weil Kuroda ist ja quasi schon für uns länger so ein Thema, gehören die beiden zur PSB, zur Sicherheitspolizei? Es könnte gut sein, denn Conan vermerkt das Ganze ja auch in seinen Gedanken, und das Ganze erinnert mich wirklich sehr stark daran, an die Szene damals, wo ihm klar geworden ist, dass Mary zum MI6 gehört. Bedeutet, wir können hier auf jeden Fall schon in diese Richtung gehen, dass Muga zur Sicherheitspolizei gehört, denn wir haben hier auch den Knackpunkt, den Verbindungspunkt, dass Kuroda mit Muga über Amuro spricht, denn Muga hat ja auch Amuro schon mal getroffen im Café Poirot bei seinem Einführungsfall. Ihr wisst schon damals, wo er dann da war und sich als Shinichi Wada vorgestellt hat, und das ist sehr interessant, dass wir diese Connection hier haben zwischen den dreien, die über Amuro geht, die eben auch über die Sicherheitspolizei geht, und hier erwähnt Kuroda auch eine sehr interessante Information, quasi einen Callback zu damals, dass es eben auch seine Gewohnheit ist, Leute bei ihren Alias, bei ihren Codenamen zu nennen, was natürlich auch eine ganz klare Anspielung auf die Szene damals ist, wo er Amuro am Telefon Bourbon
genannt hat. Bedeutet, Leute, Muga Connection zur Sicherheitspolizei ist hier auf jeden Fall aufgebaut, wird hier von Gosho auch so angedeutet. Doch was ist mit dieser Undercover-Mission gemeint, wo er diesen Decknamen hatte? War er dort im Sinne der Sicherheitspolizei irgendwo undercover unterwegs? Hat er irgendjemanden ausspioniert, irgendwas beobachtet? War er vielleicht in der schwarzen Organisation? Das ist natürlich so ein Gedanke, der kommt hier als erster hoch, doch für mich persönlich würde ich das eher ausschließen, weil man natürlich die Organisation nicht so einfach verlassen kann. Wenn er jetzt als Nock in der schwarzen Organisation war, dann müsste schon ein Wunder geschehen sein, ähnlich wie dieser Plan rund um Shuichi Akai, der gefakte Tod, dass er da so einfach rausgekommen ist. Bedeutet, für mein Verständnis, für meiner Meinung nach zumindest bis jetzt, Stand Kapitel 1090, glaube ich nicht, dass Muga quasi als Nock von der Sicherheitspolizei ausgehend in die Organisation eingeschleust wurde. Was dann natürlich den Schluss lässt, dass er auf irgendeiner anderen Mission war für Kuroda bzw. für die Sicherheitspolizei, wo er eben den Decknamen Sakakibara dann angenommen hat. Hier könnte es natürlich sehr interessant und sehr spannend werden, was das für eine Mission war. Hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, dass er auch Wissen über die Hanedas hat? Wer weiß, auf jeden Fall ist er auch spannend in dem Kontext. Ist er noch bei der Sicherheitspolizei oder wenn er über die Vergangenheit hier spricht, so alte Erinnerungen und er möchte nicht traurig werden, ist er nicht mehr in der Sicherheitspolizei? Was ist sein Plan? Wieso ist er bei den Okas? Wieso ist er das Schoßhündchen von Momiji? Sehr interessant. Hier wird es wirklich sehr, sehr spannend. Und was auch noch so ein Punkt hier ist, ist ja einfach die Tatsache, dass wir immer noch nicht wissen, weshalb Kuroda jetzt genau in Kyoto war. Kuroda hat ja häufiger betont, dass er in Kyoto etwas unternehmen möchte und er ist dann auf dem Weg bzw. währenddessen die Okas besuchen gegangen, weswegen er nun an den Tatort hier gekommen ist. Ist er ja eher nur zufällig in Muga reingelaufen und so wie die sich jetzt hier unterhalten, wirkt das für mich eher wie so eine Konversation zwischen alten Bekannten, die sich lange nicht mehr gesehen haben und weniger jetzt wie so ein geplantes Gespräch, weil ganz ehrlich, für die paar Sätze wird Kuroda jetzt ja nicht nach Kyoto gekommen sein. Möchte er noch was anderes mit Muga besprechen oder hat er vielleicht einen völlig anderen Antriebsgrund, dass er jetzt in Kyoto ist? Das bleibt auf jeden Fall die spannende offene Frage. Doch Leute, kommen wir jetzt auf die Szene zu sprechen, auf die wir natürlich alle gewartet haben. Der große Cliffhanger, der das ganze Fandom wirklich auf den Kopf gestellt hat, nämlich die Szene, wo Renya Karasuma vorgefahren wird, wo er rumchauffiert wird, direkt an Konnen, direkt an Kuroda, direkt an Muga vorbei. Es ist krass, Leute. Dieses Bild, wie er da sitzt, mit der Atemmaske noch über die Polizei herzieht, sagt, dass sie nur ein Haufen Idioten im Endeffekt sind. Leute, was eine Szene. Was ein Moment, dazu habe ich ja schon ein Video gemacht und auch der große Podcast mit Kaito Akai. Checkt das Ganze auf jeden Fall unbedingt ab. Dort labern wir wirklich eine Stunde 40 über diese Szene, über Karasuma, über das Ende, über die schwarze Organisation, über alles. Mega geil geworden und natürlich vielen ist es aufgefallen. Der Fahrer, der Chauffeur von Renya Karasuma sieht sehr bekannt aus. Der kommt einem Charakter, den wir schon mal gesehen haben, sehr gleich, nämlich dem werten Billy, der natürlich im Kontext Fusai Kampel, der Jugendliebe von Professor Agasa, in dem Kontext könnte es hier sehr interessant werden. Dazu werde ich aber nochmal ein eigenständiges Video machen in den nächsten Tagen. Freut euch auf jeden Fall darauf, Leute. Was ein Kapitel, Karasuma fährt direkt an Conan vorbei. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich weiß, die Szene habe ich jetzt nicht so ausführlich besprochen. Wurde, denke ich, schon genug zugesagt in den Podcasts im letzten Video. Deswegen verzeiht mir bitte. Schreibt gerne eure Meinung rund um Muga, Kuroda in die Kommentare, rund um Karasuma, rund um den Heiji-Moment, rund um dieses Kapitel. Wie gefällt euch Detektiv Conan momentan? Es geht in 4 Wochen weiter, 13. April. Ich freue mich sehr. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.